der Schneekerl steht schon wieder. Und Österreich spielt ja praktisch mit drei Ausputzern, mit drei Gelernten. Und die deutsche Mannschaft hat gemeint, da werden wir schon ein Mittel finden. Knöchelbruch, musst du noch auf dem Sportplatz eingeschliffert werden. Das kannst du mit uns nicht machen. Was macht er? Jetzt müsst er schießt auch, schön geschossen. Haut über die Häuser. 0-0 zwischen Deutschland und Österreich. Mal hin, mal her, hin und her. So kann Österreich dazwischen gehen. Ja, passen Sie doch auf, Sie Trottel, Sie Blöder! Können Sie nicht woanders gehören? Die gleiche Situation wie schon zweimal. Sehr witzig. Und das war schon das zweite Mal, dass die Deutschen allzu sicher sich fühlen. Ohrschloch, Deppert. Mal hin, mal her, mal hin, mal her, mal hin, mal her. Es geht jetzt ruckzuck. Und das konnte ich ja vorhin schildern. Hier wieder harter Kampf, Mann gegen Mann. Aber da steht schon wieder da hinten der Rüssmann. Der wird immer länger wie ein Gummibandl. Der aufgerückte Rüssmann hat jetzt Maß genommen. Aber jetzt ist Kack im Strafraum, greift im Strafraum, Kack im Vorsicht. Greift Schießer, mein Mann. Aber deswegen kannst du ja leise mit uns reden. Oder gab's vielleicht das Ante, Erich? Nein. Kranke will sich einsetzen. Dann Kranke. Kranke, der dreht sich und jagt den Ball. Husch! Und dreht! Schuss! Leider! Kranke hat geschossen. Entzückend. Er hat daneben geschossen. Ehrlich? Und Kranke. Bitte! Nein, Kranke hat den Ball. Typisch. Leider nicht richtig getroffen. Ja, typisch! Den Ball nicht richtig getroffen. Ja, typisch ist es erst! 18 Minuten gespielt und deshalb steht es immer noch 0-0. Das ist schon, da können wir sagen, eine leichte Überraschung. Du spinnst, ja! Cordelia lässt sich zunächst einmal Zeit. Jetzt aber greifen die Deutschen, das ist gefährlich! Stehen bleiben! Um Gottes! Aufhalten! Stehen. Tor! Du Trottel! Tor! Achtung, Achtung! Edifinger, 1-0! 1-0 durch Rummenigge! Die haue gleich die Stirn über die Hurenkinder. 1-0 also. Das war aber auch allerhöchste Zeit. Warte mal ein Wort her! Da gibt's eine Explosion! In der 18. Spielminute erzielt die deutsche Fußballnationalmannschaft das 1-0 und zwar durch Rummenigge in Cordoba. 1-0 für die deutsche Mannschaft. 1-0, Peitschneuzi. 1-0, kein Mann der Österreicher war da. Scheiß du. Rummenigge. Jetzt habe ich schon mal Ring gespielt beim Arsch. Also das haut natürlich eine Mannschaft schon irgendwie zusammen. Meine Damen und Herren, wir haben uns von dem Schock jetzt nicht erholt noch. Da kommt Kranke! Um Gottes Willen! Der Kranke vergibt eine 200%ige. Wollen wir das am Prolet nichts tun haben? Mit dem linken Fuß geschossen. Und mit dem linken Fuß, also damit also. Also bitte, meine Herren, das ist zum Verzweifeln. Ist das alles, was du zu sagen hast? Meine Damen und Herren, und jetzt nochmal schauen. Jetzt herrlich, ja, also 0-1, 1-0. Für Deutschland, bitte 1-0, 0-1, also 1-0 für Deutschland. Dann brauchen wir eigentlich nur noch zum Roten anfangen. Naja, wir wissen eh, gegen die Deutschen können wir nicht spielen, aber das Match geht weiter. Die kann man nicht helfen, meine Damen und Herren, aber es ist so aufregend. Quasi. Es ist so spannend. Richtig spannend. Aber nichts zu machen. Wir grimmig. Dann Kopfstoß, Missverständnis im deutschen Spiel. Da kann man nichts dazu. Da sollte man nicht zu leichtsinnig sein. Besserwisser ist er, sonst gar nichts. Kall, Dietz, Vogt, Abramczyk, Hölzenbein. Abramczyk, Fischer, Rummenigge schauen förmlich zu, wie die Flanke nach innen segelt. Nichts passiert, keine Gefahr für das deutsche Heiligtum, für das deutsche Tor. Wieder ein Blick auf die Uhr, Burschen. Jetzt müsste doch endlich einmal ein Tor gelingen. Und heute wieder der herrlichste Sonnentag. Wirklich ein prächtiger Rahmen. Heute ist nicht mehr länger aus. Eine wunderschöne Kulisse. Es wird Zeit, dass ich verschwinge. Ja, das ist eine ganz erfreuliche Mitteilung, die ich Ihnen machen kann. Sonst rare Natur. Prächtiges Wetter, keine Wolke am Himmel, aber... Du, das ist der Goschenmann, ich rede, hast du Pause. Da kommt von links aus der Hölzenbein. Das bleibt beim Stande von 1-0 für Deutschland. Beim Stande von 1-0 für Deutschland. Machen wir mal was zu viel, dann wird es mal zu viel, dann ist mir alles wurscht. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir wieder in Cordoba. Und jetzt, wie schaut's aus? Wird's nicht. Und jetzt bin ich so weit, dass mir alles wurscht ist. Über die Latte. Ja. Können Sie sich sowas überhaupt vorstellen, meine Damen und Herren? Herrlich gemacht, aber schlecht. Das deutsche Tor ist wie vernagelt, meine Damen und Herren. Alles, was uns bleibt, ist Outlaw. Wie mit Brettern vernagelt. Ist das nicht ein bisschen zwängig? Sarah steigt über das Leder wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff beim Spiel zwischen Deutschland und Österreich in einem 10-Ringen gegen diesen gewaltigen Gegner. Das war der Pausenpfiff. Deutschland führt gegen Österreich
mit viel Glück 1-0. Und bevor wir jetzt dienen, meine Damen und Herren. Der Trottel, der Blöde. Ja, danke. Die zweite Halbzeit beginnt am Tag des Winteranfangs bei strahlendem Sonnenschein. Schon ein Wunder. Beim Spiel Deutschland gegen Österreich. Der wird aufwachen, wenn er die Kündigung hat. Ich konnte Ihnen die Aufregung der ersten 45 Minuten nicht ersparen. Aber bitte, neu ist nicht alles dabei. Jetzt ein Bombenschuss von Kreuz und... das war ein miserabler Schuss von Krieger. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wäre doch notwendig. Sarah schießt, herrlich geschossen. Und er hat den ersten gefährlichen Schuss abgelassen. Das war eigentlich kein Schuss, das war so ein Speed. Die pflanzt uns ja nur. Also hoch und weit. Genau. Hoch, weit und harmlos. Der war wirklich hoch. Bitte, Robert, schieß eine Bombe. Ach so. Aber. Ist auf der da, Trottel. Aber wir sind froh, dass endlich einmal ordentlich drauf loskanoniert wird. Was sagst du? Und da kommt ein Flachschuss. Schau mal, lieber. Bahnhof hat gebombt. Nein, weit nach vorgeschossen. Nichts passiert. Ein wunderbarer Schuss daneben. Herrlicher Schuss daneben. Also, das muss einmal aufhören, nicht wahr? Machst du was wollt's? Schuss von Kranken. Muss er aufpassen. Knapp daneben. Es ist zum Aus der Hausfahren, meine Damen und Herren. So ein Trottel. 56 Minuten hier gespielt. Der Kranke spielt ja heute für Deutschland. Das ist der Komplott, Dotter. Sonst hätte der mindestens ein Tor machen müssen. Der muss. Aber Schussstärke, das ist nicht der Österreicher Sache. So startet Österreich erneut den Versuch, endlich einmal erfolgreich zu sein in dieser Partie. Das heißt, ein Tor zu erzielen. Miersen, Duryakhans. Aber leider muss ich sagen, aber immerhin. Jetzt aber greifen wir wieder an. Jetzt greifen wir wieder an. So ist es immer, wenn wir im Angriff sind und dann läuft uns die Zeit davon. Ui, der Schneckerl, also schon ein bisschen gemächlich. Wer war das, der da gepasst hat? Das war der Prohaska. Und zwar war es der Rummenigge. Aber jetzt habe ich keine Zeit, jetzt kommen wir mal wieder. Da kommt die Flanke rein! Dreimann, da! Ja. Da! Kannst nicht drauf, ja? Da! Jetzt heute endlich die Papen. Da! Sonst bist du das wirklich. 1-1! Klinisch tot. Meine Damen und Herren, 1-1! Im Gewirr der Beine! Bravo! Man muss es sagen, die Österreicher haben sich immer bemüht. Nächstes Amen, Joa, will in keine depperten Gesichter schauen. Somit heißt es also 1-1 und die deutsche Mannschaft wird ausgepfiffen. Also, 1-1 der Spielstand. Romeo. Man hatte wohl gemeint, dass die Österreicher so gut wie gar nichts vom Stürmen verstehen. Voll Blödes. Ja. Ja, jetzt aber wieder unsere Burschen am Leder. Ehrlich. Und Prohaska, Hickersberger. Zu Concilia. Die kommen nicht. Zu Schachner. Schachner wieder zu Sarah. Wieso kommen die nicht? Zu Hickersberger. Was heißt das, die kommen nicht? Hickersberger zu... Die müssen da kommen. Hickersberger sofort zu Krieger, zu Sarah. Vielleicht trauen sie sich nicht so richtig. Sarah Burli streichelt den Balli. Das Balli. Die Deutschen sind nervös und im Augenblick drücken die Österreicher unheimlich aufs Tempo. Können es vergessen. Und jetzt braucht man noch ein bisschen Masel noch. Alles, was uns bleibt, ist abwarten. Denn es geht jetzt um Sein oder Nicht-Sein. Hoffentlich passiert jetzt nichts. Bitte, Burschen, lasst euch Zeit, aber nur bitte keine Spielerei. 65 Minuten gespielt, jetzt kommen die Österreicher. Wir müssen! Jetzt aber sind die Deutschen da und da war Gott sei Dank der Rummenigge ein bisschen zu langsam. Du Weh! Aber jetzt muss ich unterbrechen, die Deutschen greifen an. Das kannst du mit uns nicht machen. Jetzt kommen sie wieder, die Deutschen. Aber so ein Roller, keine Gefahr. Und jetzt kommen sie wieder. Jetzt kommen wieder die Deutschen. Wunderschön. Mit uns nicht. Ja, so jetzt wieder. Das Lederbay. Schöne Möglichkeit, Kranke. Schuss und Geist. Da! Was? Da! Wie? Da! Wann? Da! Wo? Also ich kann nicht mehr. Hörst du mir überhaupt zu? Wir schreiben genau die 67. Spielminute. Und Tor für Österreich! Boah, ich hab sowas her! Tor durch Kranke! Oh, das war ein super Schuss! Super! Und die deutsche Abwehr momentan von allen guten Geistern verlassen. Österreich führt durch Krankes Schuss mit 2-1. Aber warten wir ab. 21. Minute! Krieger zur Kranke! Und der Kranke hat den Ball Wolle genommen! Ivan Kopf 2-1. Was hab ich Ihnen gesagt? Ja, aber gescheit reden, das kann er! Danke, der Hansi Burli. Aber sonst kommt ein Spend! Da, also sein Papa, der Straßenbahner, wird sich freuen.